André und ich wollen heute ein paar Barsche fangen an unserem Vereinssee. Erstmal muss man dafür natürlich die Barsche finden und dann wollen wir auch ein paar Neuheiten aus Japan ausprobieren. Um die Barsche zu finden, kann man eigentlich kaum etwas Besseres montieren als kleine Wobbler. Ich habe hier einen kleinen Chubby von Ilex. Der findet eigentlich immer die Barsche, selbst wenn keine da sind. Der macht das. Was hast du da für ein Ding? Ich habe einen etwas dickbauchigeren Wobbler von Lake Police. Ach so. Also eher so einen kleinen Crankbait. Ganz genau, mit nadelscharfen Drilling. Ja, ne? Während man das ja als Minnow bezeichnen würde, um diese neuen Namen auch mal gleich einzubringen. Genau. Damit gehen wir also gleich auf Suche. Wie gesagt, damit fängt man meistens sehr schnell, aber schnell ist der Zauber auch vorbei und dann muss man was anderes montieren. Und dafür haben wir ein paar Raffinessen aus Fernost dabei. Zeig mal, was hast du da für komische Dinger? Ich habe da einmal so eine quasi Seeanemonen-Imitation, was auch immer das sein mag, als Wecki-Köder. Kann man eigentlich nicht einordnen, was das ist. Kann man nicht einordnen. Also ein Fantasiegebilde. Das sieht man hier aus, soll wohl einen Flusskrebs darstellen. Ja. Und das eine Libellenlarve. Ja. Alles schöne Barschnahrung. Ja, ich habe hier von Ilex so ein sonderbares Untier, ein Golgoth, was auch immer das sein mag. Soll sehr fängig sein, zumindest in Asien. Ob der auch in Deutschland fängt, werden wir gleich sehen. Dann habe ich hier einen Ringelwurm, so ein kleines Gliedertier. Von dem verspreche ich mir eigentlich viel. Der muss fangen. Und wenn der nicht fängt, aber ich glaube, er fängt, dann muss dieser realistische Crosstail her. Also der ist schon unter den Gummitieren etwas sehr Realistisches, imitiert einen Kleinfisch. Also der muss fangen, aber wir wollen mal testen, vielleicht gibt es auch einen Überraschungsfänger. Genau, richtig. Hier sieht man zum Beispiel schon irgendwo, dass dieses undefinierbare Teil irgendwo sehr stark mit Lockstoff behandelt ist. Also meine ganze Hand ist davon nass. Also mal sehen, ob dieser Lockstoff auf unsere Barsche wirkt. Ja, ja, du hast schon wieder mit Lockstoff gearbeitet, ich noch nicht. Mal sehen, ob es auch ohne geht. Ist leider firmentechnisch von der Firma aus so. Ach so, gewollt. Die sind schon ja, so. Ja, die sind schon, ja, ja. Ach so. Na gut, meine nicht, aber... Wir werden mal sehen, was funktioniert. Erstmal müssen wir die Barsche finden jetzt. Genau. Oh, da ist sie schon. Da. Da kommt der nächste. Da ist er. Also, die Suchmethode funktioniert schon mal gleich hier am Steg. Ich das gehört. Aber wir wollen größere Schwärme und größere Einzelfische finden. Aber auf jeden Fall klappt der kleine Wobbler schon mal. Hast du einen? Ja. Ach doch. Ha. Schön. War auch ein Schwarm hinterher. Ach so, auch wieder. Ja. Ja, sehr schön. Also hier sind die Barsche. Jetzt kann man vielleicht sogar mal versuchen, ein paar andere Köder auszuprobieren.
Gummi war bis jetzt noch nicht. Das ist komisch, ne? Wie man sieht, auch solche dicken Crankbaits werden von relativ kleinen Barschen genommen. Das heißt also nicht immer großer Köder, großer Fisch, wie man hier sehen kann. Das Ding fängt. Ja. Kampfwacki, beziehungsweise. Oh, hat er auch tief genommen. Voll was. Genommen, ja, ja, richtig, genau. Jetzt stehen also auch noch größere hier. Von den Ködern, die ich euch eingangs vorgestellt habe, habe ich jetzt die Libellenlarven-Imitation montiert. Und zwar an einem Texas-Rig. Das besteht einmal hier aus dem Geschossblei. Dahinter ist eine Glasperle. Das Geschossblei läuft frei auf der Schnur. Und wenn ich leicht zupfe, dann schießt das Geschossblei vor, schlägt dann zurück auf die Perle, erzeugt dann ein entsprechendes Geräusch, was die Fische neugierig macht. Die Libellenlarven-Imitation selber sieht zwar hier jetzt recht unscheinbar aus, fast wie so eine Art Gummiwurm, ist es aber nicht, denn die hat so kleine Mini-Seitenflügel noch, die Mikrovibrationen ins Wasser ausstrahlen. Das gleiche ist auch mit dem Schwanz, der ist dreigeteilt, wie man hier sieht. Und das mögen die Barsche, diese leichten Vibrationen im Wasser, und da stürzen sie sich dann drauf. Der Lochstoff. Nee, das ist ja auch nur Lochstoff. Das ist ja der kalte. Hier, da kommt man gleich wieder hinterher. Auch wieder 10 Stück irgendwo oder was. Ja, ja. Ja, ja, die sind noch da. So, nachdem wir die Barsche hier gefunden haben, habe ich umgestellt auf Carolina Rig. Das heißt, ich habe ein recht kurzes Vorfach mit einem beweglichen Geschossblei davor und dann einen Offset-Haken mit einem Wurm, einem Gummiwurm. Das ist der Ringworm von Ilex. Der ist recht lang, wie man sieht, für viele Barsche wahrscheinlich ein Tick zu groß. Aber gerade habe ich schon einen ganz schönen Barsch damit gefangen. Also der hat auch ein bisschen selektive Wirkung und man kann etwas die größeren Barsche rausfiltern. Wird auf jeden Fall gern attackiert hier, aber nicht jeder Fisch hängt auch tatsächlich. Kämpfer.
haben wir ihn auch einen Tick größer. Der hat den Wurm zusammengeknautscht hier. So, der hat also den langen Ringelwurm genommen. Will ich ein etwas längerer Köder, auf den ich jetzt auch schon ein paar Fehlbisse hatte. Wahrscheinlich, weil er so lang ist. Aber auf jeden Fall ist er interessant für die Barsche und er fängt auch. So, inzwischen hat es angefangen zu regnen, aber das ist nicht das Einzige, was sich geändert hat. Ich habe auch den Köder geändert. Ich habe jetzt mal dieses Ungetüm Golgos, man kann auch Gollum dazu sagen, dieses Ungeheuer rangemacht und auch darauf reagieren die Barsche. Das ist schon der dritte oder vierte, der dran gezogen hat, aber der erste, der hängen geblieben ist. So, ich löse ihn mal. Jetzt zeige ich dieses Ding nochmal. Das muss man sich nochmal genau anschauen. Undefinierbar, vielleicht erinnert es auch so ein bisschen an eine Insektenlarve. Hat vorne vier, in der Mitte nochmal zwei und hinten auch noch so Ruderfüße. Und in der Mitte ein paar Haare, die das Ding stabilisieren. Ein ziemliches Ungetüm, aber die Barsche finden es gut. Ja, ja, die zupfen da dran, aber die hängen nicht so leicht. Da, ah, ach, er kam sogar hinterher. Jetzt, oh nein, oh, der war voll im Maul. Oh Mann, der Barsch war auch ganz ordentlich. Oh, hat er ihn verschoben. So, da war wieder ein Fisch dran, hat dieses komische Ungetüm verschoben auf dem Haken. So soll er natürlich nicht aussehen, sondern der soll gerade gestreckt drauf sein, sodass die Hakenspitze anliegt. Aber die Barsche attackieren und verschieben ihn dann irgendwie, hängen aber nicht unbedingt am Haken. Ich versuch's aber noch einmal. Hast du einen? Ja. Oh, André hat einen. Ja. Worauf hat der gebissen? Der hat wieder auf diese Libellenlarve gebissen. Aha. Also es scheint, die Farbe, ach, die Farbe scheint es jetzt zu sein. Ja, wieder dunkel. Ja, das, also die dunkle Farbe Goldrock oder die Libellenlarve, die hat ja... Wie viel ist noch viel? Ich habe die Mutage ein kleines bisschen verändert. Statt des Texas Rigs habe ich jetzt die Insektenlarve auf einen ganz kleinen Bleikopf gezogen. Und wie man sieht, das fängt auch. Ich fische die Yazai Dropshot. Das ist eine Rute, die hat eine sehr, sehr feine Spitze und ein relativ starkes Rückgrat. Damit kann ich auch große Fische landen. Der hier ist allerdings noch jetzt kein großer. Aber wie man sieht, der Barsch wurde mit einem Dropshot gefangen und das Dropshotten ist eigentlich die Domäne von der Route, wie der Name schon sagt. Da sind sie. So, Golgos hat wieder gefangen. Da sieht man das zerknautschte Ding und wie der kleine Barsch dranhängt. Also dieses Viech scheint sie doch sehr zu interessieren. Es gibt recht viele Bisse da drauf, aber es hängen eben doch nicht sehr viele Fische. Dieser hat jetzt das ganze Tierchen nach hinten geschoben und dann hing er auch am Haken. Wenn wir jetzt noch mal schauen, wie lang der Köder ist und wie groß der Barsch, dann sieht man die Verhältnisse. Ah, er hat ihn so sehr verschoben. So, das ist also ein recht stattlicher Köder für diesen Barsch.
Ich habe jetzt nochmal umgestellt auf die Dropshot-Montage. Und wie man sieht, auch hier fängt die Libellenlarven-Imitation der Hawk Impact von Kitech ganz gut. So, mit den kleinen Wobblern haben wir angefangen und mit dem kleinen Wobbler höre ich jetzt auch auf. Gerade haben wir hier gesehen, dass da ein paar Barsche raubten. Deshalb habe ich schnell nochmal den Wobbler genommen und einen kleinen Fisch in Oberflächennähe gefangen. Da sieht man, dass man immer auch flexibel sein sollte. Wir haben jetzt die ganze Zeit versucht, am Boden zu fangen, mit mäßigem Erfolg. Jetzt dieser Wobbler dichter an der Oberfläche hat wieder gefangen. Aber wir haben auch mit anderen Ködern gefangen, André. Das stimmt. Die Libellenlarve war heute das Beste. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich die Farbe war, irgendwo dieses Dunkel-Olive, was die Fische an den Haken gebracht hat. Die beiden Köder haben leider heute nichts gebracht. Die Krebsimitation ist wahrscheinlich für die Barsche, die wir heute gefangen haben, ein kleines bisschen zu groß. Aber ich glaube auch, dass die Köderfarbe einfach zu hell war. Und wie man sieht, dieser Powerworm aus Japan hat heute nicht mal einen Biss gebracht. Das heißt also, es gibt auch Köder in Japan, die nicht unbedingt fangen. So, ich will aber doch noch etwas Positives zu den Japanern bemerken, denn dieses Ding, Golgos von Ilex, hat viele Bisse gebracht, aber nicht ganz so viele Fische. Woran liegt das? Vielleicht an der Größe, vielleicht ist das Ding ein bisschen zu groß für die Barsche hier. Das komische Viech hier hat so Flossen, die können sich vielleicht beim Biss über die Hakenspitze legen und dadurch verhindern, dass der Fisch hängt. Aber interessanter Köder auf jeden Fall. Der fängt Fische, wenn größere Barsche da sind, dann fängt er sicherlich auch noch mehr. Aber heute haben wir festgestellt, sehr gut hat gefangen der Suchköder. Wir haben immer wieder an verschiedenen Stellen gesucht und gefunden. Also der kleine Wobbler war sehr fängig. Daraus würde ich schließen, man sollte beides dabei haben. Einen Wobbler zum Suchen, Gummiköder zum Abfischen, einen Wobbler für höhere Regionen, Gummiköder für den Bodenbereich. Also mit dieser Doppeltaktik kommt man auf jeden Fall an die Barsche. So, jetzt will ich noch mal eben sagen, womit ich heute die ganze Zeit geangelt habe. Das ist recht feines Gerät, muss es natürlich auch sein, wenn man mit kleinen und leichten Ködern angelt. Ich habe hier die Berkeley Urban Spirit, gedacht als Street-Fishing-Route. Die Straßen sind hier allerdings weit weg, macht gar nichts. Die Route ist nämlich auch ausgezeichnet fürs Bootsangeln geeignet. 2,10 Meter lang, 10 bis 32 Gramm Wurfgewicht. Damit kann man diese kleinen Köder ideal führen. Die Route hat eine sensible Spitze, damit spürt man jede Bewegung des Köders und natürlich auch jeden Zupfer eines Fisches. Daran habe ich eine winzig kleine Rolle, kleiner geht es gar nicht. Man sollte kaum glauben, wie viel Schnur da drauf passt. Ich habe da nämlich 150 Meter 0,18er Schnur drauf und damit kann man auch sogar größere Hechte ausdrillen, wenn es unbedingt sein muss. Und das Ganze ist also sehr leicht und elegant. Man kann damit vortrefflich auf dem Boot hantieren und die Fische auch so in beengter Situation ausdrillen. Gedacht für die Stadt auf engem Raum zum Fischen in den Straßen und an den Kanälen geht es hier natürlich auch vortrefflich mit diesem Gerät.